Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hunting Crash. Ich werde jetzt mal starten. Ich habe es mir schon heruntergeladen. Ich habe das auch noch nie gespielt, also daher habe ich noch keinen laufenden Account. Und ich bin mal ganz gespannt, wie das wird. Und was mit Tiere erschießen. Oh weia, mag ich ja überhaupt nicht. Tiere erschießen. Die haben noch nichts getan. Bisschen Sound. Das sieht so ähnlich aus wie dieses Fishing Clash, hieß das, glaube ich. Den Sound machen. Ich glaube, ich muss auf Jagen drücken. Oh. Was muss ich denn suchen? Ziel auf das Tier. Oh nein. Und wie schieße ich? So? Im Hals. Ah, ein Bär! Abholen. Ich habe ein Reh erschossen. Das Spiel ist so brutal. Und das erst ab 16 Jahren? Hm. Kinder, macht sowas nicht nach. Liegt das Reh noch da? Auf Level. Naja, okay. Angeln ist ja eigentlich genau das Gleiche. Ob man jetzt angeht und die Fische tötet oder ob man jetzt die Tiere schießt. Später. Events. 2 Tage. Neu. Warte mal. Ich muss mal kurz. Tastatur. Space schießen. Okay. Machen wir es so. Ich probiere mal gleich die F1-Taste, ob das. Nee, geht nicht. Aber Space schießen. Guck mal, liegt doch das Reh. Schon wieder im Hals rein. Wow. Oh, das ist doch ein Babyfuchs, glaube ich, oder? Ach, da muss ich drauf drücken. Was ist das hier? Hm, keine Ahnung. Und das ist alles noch verschlossen. Okay, ein Geschäft, wo man Sachen kaufen kann. Na, ich denke mal so, Jäger, dem macht das Spiel bestimmt Spaß. Eine Ziege. Puff. Bang. Ich habe Tier erschossen, Baby. Da. Die Schneeziege. Ich habe eine Schneeziege getötet. Ich bin so traurig. Ich kann die ganze Nacht jetzt nicht schlafen. Da. Der macht Breakdance. Ich glaube, das hätte er bestimmt überlebt in Wirklichkeit. Und die sind gar nicht tot, die legen sich nur schlafen. Genau. Ich mache nur Betäubungspfeile. Ich schieße mit Betäubungspfeilen.
Und das ist gar kein Blut, das ist Tomatenketchup. Ich muss da links gehen. Oder ist das nach rechts? Ah, das heißt, nach rechts muss ich versuchen. Oh, ein Bär. Prozent Präzision. Präzision. Jetzt muss ich nach links. Okay, da. Ein Fuchs. In den Schulter rein. Ach, das hätte er doch überlebt. Die wollen mich nur verarschen, die Tiere. Links ist was. Ein Reh. Rechts ist was. Ein Reh und noch weiter rechts. Ein Bär. Der Bär, der will mich angreifen. Ich muss schnell auf ihn schießen. Solche Spiele muss man mögen, aber. Also es läuft gut. Zwei mit einem Schuss. Ah, geht glaube ich sowieso nicht. Kann ich den Popo schießen? Nee, nicht gut. Wo sitzt das Herz? Da? Oder ein bisschen weiter höher? Also eigentlich ist es am besten direkt auf den Kopf schießen. Ins Gehirn rein. Links sind Tiere. Da. Da ist ein Fuchs. Dann probieren wir jetzt mal Kopfschüsse aus. Der war genau vor Linse. Also, die sind rechts. Nicht ins Geweih rein. 42%. Ist, glaube ich, nicht gut, oder? Aufstieg. Muss ich Wapiti töten? Wapiti. Noch alles hier. Wildschwein. Ein Schneehase. Und hier Krokodil. Langschnabeligel. Kamele. Kasua. Lomster. Chokon. Ist hier doch Afrika, oder? Eisbär. Dann glaube ich nicht Afrika. Burma. Lange probiert das auszusprechen. Kamtschatka. Namibia, das kenne ich. Und da bin ich ja gerade. Montana. Wie oft muss ich denn noch schießen, dass hier irgendwas passiert?
Scheiße, der hat sich genau weggedreht, wo ich geschossen habe. Egal. Okay, da sind alle drei Tiere. %. Ach, da war ein Punkt. Ah, okay. Warte mal, jetzt habe ich es herausgefunden. Jagd und so, dann suchen wir mal ein Tier. Da. Da ist ein Punkt. Da. Ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter hoch. Weiter. Da war der Punkt. Nicht? Okay, da. Wo ist der Punkt? Da. %. Okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Probier nochmal aus. Jagd. Was habe ich da oben gesehen? Ist da oben einer? Ein Hase. %99. Ah. Aber ich meine, erster Hase. Heute gibt es Hasenbraten. So, ich glaube, ich schieß noch einmal. Da würde ich mir sagen, das war's für heute. Weil viel passiert ja sonst nicht. Außer am Visieren und hier. War das irgendwo am Bein? Da. 98%. Abholen. Okay, was kann man noch hier machen? Ich bin erst Level 2. Sind die 10 Minuten schon vorbei? Ich denke schon. Gut, dann werde ich mal gucken. So, jetzt. Dann schauen wir mal. Jawohl, 10 Minuten waren vorbei. Und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.